Auf der vierten Etappe wird der beste Zeitfahrer der Bayern-Rundfahrt gesucht. In Haßfurt gehen die Fahrer auf einen 26 Kilometer langen Rundkurs. Das Profil ist wellig, die Windverhältnisse nicht einfach. Wer in der Gesamtwertung vorne sein möchte, darf hier keine Schwächen zeigen. John Degenkolb ist der Star der diesjährigen Bayern-Rundfahrt. Im Zeitfahren hat der Klassikerjäger vom Team Giant Alpecin allerdings keine Ambitionen. Die Favoritenrolle haben heute andere. Jan Bartha zum Beispiel. Im letzten Jahr war er bei der Bayern-Rundfahrt schon einer der stärksten im Kampf gegen die Uhr. Und auch dieses Jahr legt der Tscheche vom Raublinger Team Bora Argon 18 die Bestzeit vor. Auf dem heißen Stuhl sitzt er aber nur kurz. Thiago Macado von Katyusha ist schneller. Der Portugiese fährt die 26 Kilometer Runde in 31 Minuten und 34 Sekunden. Ein weiterer Star in Bayern, Alex Dowsett vom Team Movistar. Der aktuelle Stundenweltrekordhalter unterbietet an der Zwischenzeit die Bestmarken von Bartha und Macado. Reicht der knappe Vorsprung bis zum Ziel? Ja. Dowsett gewinnt mit einer Sekunde Vorsprung vor Macado. Sam Bennett, der bisher führende Fahrer, spielt in der Tageswertung keine Rolle. Der zweifache Etappensieger der diesjährigen Bayern-Rundfahrt muss sein gelbes Trikot an Alex Dowsett abgeben. Zum Tagesergebnis. Der Brite Alex Dowsett vom Team Movistar gewinnt mit knapp 2 Sekunden vor dem Portugiesen Thiago Macado vom Team Katyusha und Jan Bartha von der deutschen Equipe Bora Argon 18. Bester Deutscher ist der junge Nils Pollitt vom Team Stölting auf Rang 6. Considering I've been training to be good for 1 hour on the track, I wasn't sure what to expect here. So I'm pleased. I mean, I was a bit uncomfortable. It wasn't my best time trial. Just getting used to my speed bikes rather than my world hour record. Canyon was difficult, but yeah, I made the best job of it I could. I think the course actually suited a technical time trialist. So when I knew I wasn't that comfortable, I used my head, made sure I used the power where I knew it was important, and then took some rest where I knew I could as well. Ja, ich war Dritter, ich bin nicht ganz zufrieden, aber der dritte Platz ist eigentlich auch nicht so schlecht. Der Kurs war nicht so leicht. Eigentlich war relativ viel Wind und ja, ich hatte nicht genug Kräfte für eine bessere Platzierung, denke ich, heute. Die Gesamtwertung nach der vorletzten Etappe der Bayern-Rundfahrt. Dowsett geht in Gelb auf die Schlussetappe nach Nürnberg. Knapp dahinter liegt Thiago Macado von Katyusha. Dritter ist der Tscheche Jan Bartha. Bester Jungprofi ist Dylan van Baarle vom Team Cannondale. Er übernimmt das weiße Trikot von Jonas Koch vom Team Radnet Rose.